Sprinten rennen. Mit der Führung für Markus Winkelhock. Das ist das blaue Auto mit dem roten Frontflügel. Karim AMP auf Rang 2 klemmt sich dahinter. Toni Schmitz verliert einen Platz an Mark Lieb. Und mit exzellentem Start aus dem Mittelfeld kam der 18-jährige Neusser Jörg Schramm im roten Auto relativ weit nach vorne. Schmitz mit einem ersten Problem. Rutscht raus in die Wiese. Das gelbe Auto verliert einige Plätze. Und muss dann in der Folge dieser Runde kämpfen. Muss kämpfen mit Heinz Becker, Startnummer 6. Einem 18-jährigen jungen Mann aus Bonn. Und Toni Schmidt ist dran, im Windschatten und macht einen Fehler. Beim Anbremsen dreht sich, rutscht raus. Über die Wiese kann mit sehr viel Glück dieses Kiesbett umfahren. Denn dies würde das zwangsläufige Ende seines Rennens bedeuten, wenn er dort reingefahren werde. Da kommt man auf gar keinen Fall wieder raus mit dem Formelauto. Auf Abwägen, langer Weg für ihn, verliert jede Menge Plätze. Ist nicht mehr unter den Ersten. Und dann Riesenglück, die Kameras konnten es kaum einfangen für Markus Winkelhock, denn Scholt Baumgartner mit der Nummer 18 geht in dieser Situation, wir sehen es hier nochmal in der verlangsamten Wiederholung, zu schnell in die Kurve, kommt da kurz auf die Abweiser und dreht sich und nimmt fast noch Markus Winkelhock mit. Der hat aber Glück, kann vorbeischießen und somit kampflos einen Platz weiter nach vorne für Markus Winkelhock, nämlich auf Position 2. Und dahinter, da bekämpfen sich immer weiter unsere 5-Euro-Cup-Fahrer. Und Matteo Bobby ist es im weißen Fahrzeug, der wieder angreift und noch einen Platz gut machen kann. Er geht an Fraguas vorbei und sichert sich somit schon den 4. Rang im Feld. Für den hier läuft es nämlich gar nicht gut. Für Gianpaolo Ermolli, auch ein Italiener im Feld, aber kein Gaststarter. Er beendet seinen Arbeitstag hier relativ frühzeitig. Und Matteo Bobby hat sich scheinbar richtig viel vorgenommen für seinen Gastauftritt hier. Er attackiert direkt 3 Runden später Armin Pörnbacher und schiebt sich auf Rang 3 vor. Einen Platz, den er auch bis zum Ende dann einbehalten soll. Das ist die wirkliche Schlüsselstelle des Salzburg-Rings, die am Anfang absolut vollgefahren wird, im 5. Gang mit Geschwindigkeiten um die 230, dann runtergebremst, runtergeschaltet, in Richtung Schikane und Crash, Ausgangs der Nordsteinkehre. Verwickelt sind die Startnummer 62, der Brasilianer Castao Fraguasch und die 71, John Swenson. So ist das Ganze entstanden. Fraguasch dreht sich, Swenson weiß nicht wohin, kann nicht ausweichen, kollidiert, beide bleiben unverletzt. Allerdings eine Riesenkollision mit der Folge, dass das Safety Car das Starterfeld einsammelt, damit die Unfallstelle geräumt werden kann. Das geschieht dann auch. Diese Safety Car Phase dauert einige Runden. Die beiden Havaristen sind geborgen und es gibt den Neustart des Rennens in der 10. Runde. Ein ganz komischer, denn sie verpassen den Anschluss an den führenden André Lotterer. Dahinter attackiert dann Antonio Pizzonia, Gian Maria Bruni und der hatte den Start wirklich völlig verschlafen.